Willkommen zum Open Source Client Management System OPSI. In diesem Video wollen wir uns mit der OPSI-WAN-Erweiterung beschäftigen, der Lösung zur Einbindung von Clients hinter langsamen Leitungen in das Client Management. Clients hinter langsamen Leitungen wie beispielsweise DSL oder UMTS-Leitungen können Software nicht genauso über OPSI installieren, wie das Clients im LAN tun. Eine Installation on the fly über das Netzwerk würde zu langen Installationszeiten führen und damit zu einer langen Blockade des Rechners, was den User stark stören würde. Und weiterhin muss man auf diesen Leitungen, insbesondere bei den langen Zeiten, mit Verbindungsabbrüchen rechnen, die bei einer Installation direkt über das Netzwerk auch zu Installationsfehlern führen würden. Daher haben wir für die Einbindung solcher Clients wie Homeoffice oder Außendienstmitarbeiter, Laptops eine andere Variante gewählt. Hierbei wird die Software nicht direkt über das Netz installiert, sondern zunächst in einen lokalen Cache geladen und dies geschieht bandbreitenschonend im Hintergrund. Erst wenn die Software und die nötigen Metadaten komplett im Cache sind, wird der User über eine anstehende Installation informiert. Die Installation selber geschieht dann vollständig aus dem lokalen Cache heraus. Eine Netzwerkverbindung zum OPSI-Server ist während der Installation nicht notwendig. Alle bei der Installation entstehenden Daten wie Erfolgsmeldungen oder Fehlermeldungen und Logdateien werden wiederum zunächst lokal gecached und beim nächsten Netzwerkkontakt zum Server an den OPSI-Server übertragen. Schauen wir uns dies in der Praxis an. Ich wähle hier meinen Client und suche mir hier als Software zu installierende Software 7-Zip aus. Nun wechsle ich in den Client hinein. Dieser Client hat im Moment keinerlei Netzwerkverbindung und jetzt simuliere ich das Einschalten eines VPN-Netzwerks zur Firma, indem ich meinen virtuellen Netzwerkstecker einstecke und damit ein Netzwerkinterface aktiviere. Der Client, der Anwender, bekommt am Client eigentlich nichts zu sehen, es sei denn, er schaut sich die Infopage des OPSI-Client-Ds an. Hier sehen wir, dass eine Network Connection einen OPSI-Event ausgelöst hat und hier beginnt jetzt der Client die Produkte 7-Zip zu cachen, stellt fest, dass hier der Sync fertig ist, also dass der Cache gefüllt ist und nun kommt die Meldung an den User, dass die Software zur Installation bereitsteht. Der User kann nun den notwendigen Reboot annehmen oder auch später verschieben. Wir nehmen den Reboot jetzt hier an und schalten hier das Netzwerkkabel wieder aus. So, dass der Rechner nach dem Reboot kein Netzwerk hat und wir vorführen können, dass die Installation komplett aus dem lokalen Cache stattfindet. Im Management-Interface sehen wir derweil die Information, dass die Software gecached ist. Nun startet in meinem Client der OPSI-Client-D.
nimmt aber nicht Kontakt zum Server aus, sondern verbindet sich mit seinem eigenen Cache und informiert jetzt den User, dass aus dem Cache heraus Software zur Installation bereitsteht, und zwar in diesem Fall unser 7-Zip. Ich starte jetzt die Installation. Und nun wird die Installation aus dem Cache heraus durchgeführt. Der Server selber weiß davon nichts, weil nach wie vor keine Netzwerkverbindung vorhanden ist. Auf der Client-Seite kann ich mir den weiteren Verlauf in der Infopage des OPSI Client DS anschauen. Hier haben wir den Cache, hier haben wir unser Reboot Requested, unsere Anzeige-Information. Hier habe ich den Reboot angenommen. Der Reboot wurde durchgeführt. Hier ist nach dem Reboot der OPSI Client Agent wieder gestartet. Hier wurde der User informiert, dass Software zur Installation ansteht. Und hier fand die eigentliche Softwareinstallation statt. Wenn ich jetzt mein Netzwerkinterface wieder einstecke, dann wird wieder der OPSI Client Agent neu aktiviert und sendet jetzt seine Konfigurationsdaten zurück an den Server. Diese Konfigurationsdaten sind jetzt entsprechend auch hier zu lesen und der Server ist darüber informiert, dass diese Software erfolgreich installiert wurde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für weitere Informationen sind Sie willkommen auf unseren Webseiten UIB und OPSI.org. Dankeschön.